Was geht ab, Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einer weiteren fetten Folge von Rise of the Tomb Raider. Wir haben hier hinten einen kleinen Höhleneingang gefunden, da werden wir jetzt auch lang gehen. Vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Ihr wisst ja, wie es läuft, supportet es, empfehlt mich weiter, schaut auch bei den anderen Projekten rein. Da gibt es auf jeden Fall ein paar interessante. Und schreibt ruhig mal was in den Diskussionen rein, wenn wir irgendwas besprechen, wegen Stream-mäßig oder Facecam-mäßig oder. Da haben wir viele Möglichkeiten. Wir können auch über ein Spiel diskutieren, wie ich es finde, wie ihr es findet. Ich habe da kein Problem mit. Schreibt's nur einfach hinein. Und jetzt gehen wir hier durch. Hinein. Eieieiei. Hier ist auf jeden Fall noch eine Glocke. Wie geil ist das denn? Glocken-Action. Nur noch eine. Die ich Dummdödel bestimmt nicht finde. Das war ja nur pures Glück. Die Halskette einer Frau. Aus baltischem Bernstein. Unglaubliche Handwerkskunst. Sie muss einer Adligen gehört haben. Ja. Dem stimme ich zu. Meine Frage ist, müssen wir durchs Tor gehen, finden dann noch eine Glocke? Oder wir müssen zum anderen Katapult hin? Was mache ich denn nur? Ich weiß es nicht. Das werden wir jetzt mal hier rausfinden. Ein anderes Katapult habe ich auch nur da ganz hinten gesehen. Wir brauchen eh... Ja. Das ist dann wahrscheinlich doch durchs Tor. Oder hier entlang. Ich weiß es nicht. Schauen wir jetzt mal. Dum 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 tele dum tele dum 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 dum. Yeehaw! Und schwuppili! Oh, 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 ouch! Ouch! Versteht ihr, was ich meine? Da kommen wir auch, glaube ich, so nicht hier rein. Aha, Trick 17. Trick 17,5 nur. Die Mucke geht wieder ab, das ist kein gutes Zeichen. Okay, ich muss durchs Tor, ne? Ja. Vorhin gehen die einfach weiter, als ob nichts wäre. Korrekt. Super Wurf. Weiter so. Zeig dich doch mal. Wen greift der an? Voll. Na toll. Okay, okay. Nee, das hier war mal, glaube ich, so ziemlich am Anfang. Geht's hier doch entlang?
Nee. Was mich nur wundert, ist einmal diese Tür hier. Da ist etwas hinter dieser Barriere. Hey Lara, was sagst du? Mit einem Explosionsfall wäre das nicht getan. Finde den nahegelegenen Eingang, ja. Okay. Muss das öfter machen, bis das kaputt geht, oder? Was soll mir das jetzt sagen? Da hat hier blinkt. Ja, okay. Ich verstehe es gerade nicht. Was war das denn? Was war das denn für ein krasses Vieh oder was auch immer? Hier ist auf jeden Fall auch noch was. Grab Action am Start. Ach du Kacke.
Alter, wie überlebt er das denn? Oh shit, oh shit, weg, weg. Keine Grab-Action, Bären-Action. Bären-Action war das. Meine Fresse. Kann ich hier nicht plündern? Krass auf jeden Fall, Mann. Ich stand doch hier und da stand die ganze Zeit irgendwas mit Gift, oder? Naja, wer weiß. Wir wissen schon, ne? So. Haben wir alles, haben wir alles. Schön. Schön, schön. Jetzt haben wir hier das Gleiche, aber hier, das kann ich öffnen. Schauen, was es hier so gibt. Umgegangen auf seiner Hervorragungsgrab. Sag ich doch, Grab-Action. Yes, Sir. Eine blaue Glasvase in hervorragendem Zustand. Davon gibt es nicht mehr viele, verständlicherweise. Schön sieht's aus. Bisschen sammlich. Kann ich mich hier? Okay. Müssen wir wohl hier runter. Warum hast du denn keinen Bock dazu, Lever? Hoppala. Das war knapp. Ein Geheimnis entdeckt. Juhu. Loot tut gut. Würde ich mal behaupten. Anhänger. Die Soldaten des Reichs trugen sie manchmal an ihren Gürteln. Okay. Mal kurz einen kleinen Überblick. Das habe ich mir doch schon fast gedacht. Ruinen unter Wasser. Gut.
Mal gucken, was sie zu sagen hat. Ach, diesmal sagt sie nichts, sonst hat jemand Sprüche und erzählt irgendwelche Geschichten. So. Ich bin eigentlich schon sehr zufrieden mit unserem Bogen. Machen wir mal ein bisschen. Die Schrotflinte. Entschuldigung. Aber irgendwie habe ich so ein Kratzen im Hals, das gibt's gar nicht. Das ist, wenn man Urlaub hat, dann wird man krank. Alles, was man auf der Arbeit nicht sein kann, macht, hat man dann in Urlaub. Fein, oder? Feinde, die durch die bringen mir Erfahrungspunkte, ja. Pfeilkletterer. Drachenfahrer. Gekauft. Herz aus Stein. Adrenalin. Tod von oben. So, weiter geht's hier. Weiter geht's hier mit der Grab-Action, ne? Das heißt, jetzt hierfür kann ich... Holy moly! Okay. Hier wird nichts sein. Mein Gott. Was zur Hölle war das denn? Was ist denn hier los? Schwefel, ne? Genau sowas habe ich mir nämlich gedacht. War? Oh oh. Solange wir keinen Exorzismus durchführen müssen, ist alles cool. Das Tor lässt sich nicht öffnen. Ich muss irgendwie durchstoßen. Das Tor lässt sich nicht öffnen. Ich muss irgendwie durchstoßen. Ich bin gerade mal angekommen. Bleib mal locker, okay? Wer weiß, wie viele hier gestorben. Heute ist mein Geist klar. Gestern war es nicht und wird es auch nicht wieder sein. Sie sagen, ich hätte den Teufel in mir. Ich sei besessen. Ich kenne die Bestie in meinem Herzen. Es bin nur ich. Nur mein kranker Geist. Aber die Priester hören nicht zu. Ich verüble es ihnen nicht. An manchen Tagen sind sie Verkörperungen von Schmerz und Hass für mich. So getrübt sind meine Augen. Ich spucke und jaule, denn ich bin irr. Aber ich weiß, es ist kein Arg in meinem Herzen. Nur Krankheit, die niemand heilen kann. Armes kleines Persönchen. So.
Was hat die da genuscht? Ich hab nichts verstanden. Schlau gemacht. Schlau gemacht, der Ben, ne? Hat er gut gemacht. Ja, da fehlt ja voll. Das Tor lässt sich nicht öffnen. Ich muss irgendwie durchstoßen. Okay. Ach so, okay. Gut, müsste hoch genug sein. Ich müsste ihn irgendwie anschubsen. Hm, vielleicht bin ich auf der falschen Seite. Dann geht's ja nur von hier oben. Exorzismen durchgeführt. Tief unter dem heiligen Boden unserer Stadt haben wir die Quelle der Verderbtheit entdeckt. Ein Höllentunnel schlängelt sich empor und verspeit den Pesthauch des Bösen. Die Verwüstungen des Dämons folgen keinem Muster, aber sein Zeichen ist deutlich. Männer zu boshaften Worten und Taten getrieben und Gottes Gnade entfremdet. Wir bringen sie hierher, zum Schlund der Hölle, um die Dämonen zu bannen. Nicht immer mit Erfolg. Oft sind die armen Kerle schon zu geschwächt und sterben, wenn wir ihnen die Bestien austreiben. Es ist schlimm, gute Leute zu verlieren. Aber wir müssen dem Teufel trotzen, in all seinen Formen. Okay. Ein Spinner eben, ne? Das Tor lässt sich nicht öffnen. Ich muss irgendwie durchstoßen. Das Tor lässt sich nicht öffnen. Ich muss irgendwie durchstoßen. Ja, lass mich mal überlegen. Lass mich mal überlegen. Wer weiß, wie viele hier gestorben sind.
Sie hielten diese Höhle für das Tor zur Hölle. Sieht gut aus. Mal sehen, ob es klappt. Nee, nicht herstellen. Hier oben gibt's ja noch was. So, dann kann es ja nur so sein. Oder? Kann ja nur so sein, dass ich das hier mache. Das gleiche nochmal hier. Und jetzt. Boom, Shakalaka! Oh, wir haben kein Holz mehr. So, Lille. Da haben wir das Grab jetzt auch hier meistert, wa? Holy moly, Macaboli. Voll, voll. Und öffnen. Und wohlfühlen. Ein Kodex. Oh mein Gott, das ist die Formel für griechisches Feuer. Griechischer Wein. Flammen von Feuerfall und Mordekosse verursachen mehr Schaden und sind heiß genug, um sich durch die Rüstung des Feindes zu brennen. Oh shit! Gibt's hier keinen schnelleren Weg raus, versehentlich? Nö. Nö. Okay, das müssen wir uns aber nicht antun. Das mache ich dann selber allein nochmal kurz und dann würde ich sagen, war es das hier mit dem Part. Vielen Dank, dass ihr zugeschaltet habt. Da war ein bisschen länger der Part, aber ich finde, das war auch recht spannend. Supportet das Ganze wieder weiter. Das wäre echt nice von euch. Haut rein.